Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier wieder zu einer schnellen Restaufnahme sozusagen. Und zwar ist es bloß, um mal die Zeit zu sagen, wann ich hier gerade aufnehme. Es ist sage und schreibe 18.23 Uhr. Ich muss natürlich jetzt erstmal versuchen, die Folge nicht ganz so in die Länge zu ziehen, also dass es... Die Framerate, die sinkt hier wieder ein. Was ist denn... Oder der Server ist gerade übervoll. Auf jeden Fall hakt es hier, aber ich habe ja nichts weiter am Laufen. Merkwürdig. Naja, auf jeden Fall möchte ich jetzt versuchen, dass ich nicht so die Folgen so lang ziehe. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ich musste dann wieder hier raus. Genau, bloß erstmal gucken. Nicht, dass ich sonst wieder sinnlos hier rum und her laufe. Das wäre dann nicht im Sinne des Erfinders. Ey, was ist denn heute los? Die Framerate, die sinkt gerade ein. Ist hier, oder merk ich dann wieder nur diese Mini-Ruckler? Boah, ich muss gerade mal wieder etwas leiser stellen, sonst... Ich habe dann nämlich die Angewohnheit, dann drüber zu brüllen. Ey, die war gerade bei 10, die Framerate. Was ist denn hier Pass? Was ist hier Phase? Aber mein Rechner arbeitet auch irgendwas im Hintergrund. Also irgendwas ist hier faul. Ach, ich hab so eine Ahnung. Ich muss mal kurz hier mich wieder hier rausbegeben. Ich hab natürlich... Ah, ich erkläre euch gerade was, warum, wieso, weshalb. Erkläre ich gleich. Will bloß halt mal hier aus dem... Gebiet nicht, dass hier noch welche kommen. Und dann verabschiede ich mich gleich und sage sozusagen bis gleich. So, und ja, da bin ich jetzt auch wieder wesentlich besser. Ja, jetzt lüfte ich mal das Geheimnis. Und zwar hatte ich ein bisschen gestern Abend noch, weil ich eben schon im Bett war, während er noch hochgeladen hat, weil die Datei wirklich auch 2,2 GB und groß war, wollte ich eben nicht so lange warten. Und da hatte ich einfach den Energiesparmodus angestellt. Ja, und der war noch eingestellt. Und dementsprechend war natürlich die gesamte Leistung für den Arsch. Sowohl was Prozessorleistung, Festplattenleistung, Grafikleistung. Ja, das sieht das Ganze viel schöner auf jetzt. Da kann es ja auch nur in die Hose gehen. Wenn ich mich da so dämlich anstelle. Na, ich hoffe, das Ganze wird heute auch etwas kleiner werden. Aber mal schauen, ich kann es nicht sagen. Probiere ich das mal. Ich gucke einfach mal, wo er mich dahin transportiert. Ich glaube, ich probiere das einfach mal aus. Ach so, okay. Nee, das ist das hier. Nein, da habe ich, die einen oder anderen werden es sicher noch wissen, dass ich da doch mehr oder weniger schlechte Erfahrungen gemacht habe. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ah, okay. Dann gehen wir mal hier rein. Hier stehen ein paar mehr rum, denke ich mal. Also macht man keine Soldatenrekrutierung. Aber nee, ich bin ja gestern bei einem Thema stehen geblieben, worüber ich mal was sagen wollte, was mir am Herzen liegt. Und zwar hatte ich so das Thema Adblocker angefangen. Einige nutzen es, einige nutzen es nicht. Ich will gleich vorweg sagen, ich will absolut
nirgendwo jemanden verbieten, das zu nutzen, oder kann ich ja gar nicht. Und würde auch wenig zum Ziel führen. Ich wollte bloß mal meine Meinung dazu darlegen. Und zwar, beim Adblock, also der Adblock ist ja so, dass er sämtliche Werbung im Internet blockiert. Und es ist ja auch so, dass jetzt Internetprovider, die jetzt eine Web- oder Webseitenanbieter, die da was bereitstellen, wenn sie Werbung schalten, dann bekommen sie halt prozentual gesehen auf Klicks da immer ein bisschen Money. Und ich sag mal, heute ist ja leider unsere Gesellschaft im Prinzip so ein bisschen dazu gekommen, ja, immer alles kostenlos, nichts darf was kosten und so weiter. Aber überlegt einfach mal so einfach mal nur eine kurze Überlegung. Ihr seid Bäcker, ihr seid Handwerker, ihr stellt irgendwas her und jetzt kommen einfach Leute, sagen, ich will das kostenlos haben und machen noch irgendwelche, stehen noch dein Rezept sozusagen von deinem super lecker tollen Brot, was einfach nur köstlich ist und das macht super satt mit, sag mal, du hast irgendeinen, gib mal, mach mal einfach mal ein Beispiel, du hast jetzt ein Brot, das als Bäcker gebacken, so weiter, was? Oh. Ups. Ja. Ab mal schnell in die Heimatregion und bloß ein bisschen verkaufen. Also den Rest, also Versteigerung und so, werde ich später erst machen. Nee, also nochmal zu dem Bäcker. Da hast du jetzt ein super tolles Brot, was richtig, richtig lecker schmeckt. Und muss ich mal gucken. Nee. Mystiker, hier. Du hast jetzt ein Brot gebacken, was richtig super duper schmeckt und wo, wenn du auch eine Scheibe, wenn du jetzt ein oder zwei Scheiben isst, dass dich das auch für mehrere Tage satt macht. Und ich sag mal, du als Bäcker, auch der das Rezept ausgedacht Meine hast, Sachen sind sehr wertvoll. du möchtest doch auch Sehr gerne wertvoll. dafür entlohnt werden. Ich denke mal, das ist na nur natürlich. Und stell dir mal vor, jetzt kommen einfach die Leute und sagen hier, ich will es kostenlos haben, alles muss umsonst sein. Wie es ja heutzutage leider bei vielen der Fall ist, die Leute wollen nur noch was umsonst haben und wissen auch teilweise den Wert von einigen Sachen gar nicht mehr zu schätzen. Nicht alle, um Gottes Willen. Will ich gar nicht behaupten. Aber es gibt halt ein paar Leute, die das heutzutage dann auch gar nicht mehr wissen. Ja, und die stehen dir dann noch dein Rezept, um das alles nachzu... Oh, jetzt habe ich den verkauft. Egal. Um das nachzumachen. Aber erstmal ist der Punkt. Wo du ja als Bäcker dich relativ ungerechtfertigt behandelt fühlst. Und ja, und sehen wir das einfach mal jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal einfach mal die Seite heise.de mit Computernews recherchieren, Tipps und so weiter und so fort, hat mich jetzt ja einmal eingeflüstert, nee, sehen, die ganzen Redakteure müssen ja bezahlt werden und so weiter. Und so ein bisschen Werbeeinblendung, mein Gott, da ist ein bisschen Werbe, aber ich weiß, es wird für die richtige Sache benutzt. Und genauso ist, man kann doch da Ausnahmeregeln treffen. Und genauso finde ich, ist es, sollte man das auch bei YouTube machen. Ich meine, guck mal, ich zum Beispiel, ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Ich krieg mein Geld zwar nicht viel, aber ich krieg mein Geld. Ich bin hier wirklich nicht sozusagen auf YouTube angewiesen. Ich mach das alles freiwillig, mach das in meiner Freizeit, hobbymäßig, mache ich Videos zu eurer Unterhaltung. Und ich finde, und auch andere, die das so machen, da kann man die doch ruhig mal ein bisschen unterstützen. Also,
weiß ich nicht. Und bei mir ist es ja auch wirklich so, dass ich alles komplett in die LPs stecke. Also das heißt, neue Spiele, die ich mir zugelegt habe, neues Headset und so weiter und so fort. Also Aufnahmeprogramme, Renderprogramme. Ist, also, und ich finde, ja, also ich finde, es wäre einfach nur fair allen gegenüber, die YouTuber sind, den Adblocker einfach da auszuschalten. Man kann ja da wirklich Regeln, wirklich auch benutzerdefinierte Regeln erstellen, dass das bei dem und denen das an- oder ausgeschaltet wird. Das geht ja alles. Und bei den meisten ist ja so, also nicht bei den meisten, bei vielen, es gibt einige so, die du wirklich nicht überspringen kannst. Aber seien wir mal ehrlich, ihr guckt die privaten Sender. Da kommt doch auch Werbung. Und das mehrere Minuten lang. Und hier bei YouTube hast du vielleicht, die sich jetzt nicht wegklicken lässt, vielleicht das längste, was mir jetzt mal aufgetaucht war, waren irgendwie 30, naja, doch eine Minute lang. Aber am meisten kannst du es ja wegklicken und dann, oder es kommt nur eine kleine Einblendung. Da finde ich es durchaus auch legitim. Das finde ich, ist vollkommen in Ordnung. Also, und so handhabe ich es. Die Sachen, die ich unterstütze, wie heiße.de, Golem, Chip und so weiter, die ganzen, Galileo Computing, so, also viel seriöse Computerseiten und bei YouTube habe ich es ausgeschaltet. Nicht auf der Hauptseite, sondern eben bei, wenn ich Videos gucke, bestimmte Videos, die das bei Watch und dann halt müssen wir mal gucken. Es gibt halt wirklich da ganz viele Möglichkeiten, da Ausnahmeregeln zu entscheiden machen. Und das habe ich halt auch gemacht, weil ich finde, die meisten machen das in der Freizeit und auch die wirklich, wie jetzt zum Beispiel Gronkh, das berufsmäßig machen, um wirklich damit leben können, die finde ich haben auch eine gewisse Qualität. Da finde ich, kann ich Qualität auch an Unterhaltungswert, also da finde ich, kann ich mich als Kleiner, ich zähle mich halt immer noch zu den kleinen LPs, kann ich mich selber meines Erachtens wirklich nicht messen. Und da sage ich auch, weil eben wirklich auch erstmal technisch eine hohe Qualität ist, Videoqualität, Sound und auch vom Unterhaltungswert, sage ich, okay, ich unterstütze das. Ich sage mir, okay, ich gucke nicht alles an, sondern ich gucke jetzt die Sachen, die mir gefallen, an. Das natürlich auch, weil ich kann ja am Ende selbst entscheiden. Aber so handhab ich's. Ich kann natürlich niemandem sagen, du musst das so und so machen. Aber einfach mal nur zur Überlegung. Auch wenn ihr jetzt so Free-to-Play-Spiele habt oder irgendwelche Spiele, die ihr immer kostenlos spielt. Oder bei Torrent saugt oder so. Dass das zum einen teilweise horrende Preise sind, sei mal dahingestellt, das ist aber ein anderes Thema. Aber ich sag mal, da ich ja Fachinformatiker-Ausbildung mache, sehe ich es ja teilweise auch ein bisschen aus einer anderen Warte, weil wir haben halt auch solche wie Fächer wie WISO, Kaufmann, dann halt sich eins, was sich KSK, kaufmännische Steuerung und Kontrolle und sowas. Und naja, du kriegst das ja halt doch irgendwo alles so ein bisschen mit. Und ganz ehrlich, ich kann mal früher sagen, ich habe ja auch mehr oder weniger ein bisschen, naja, ich sag mal so, in der Grauzone habe ich mich immer bewegt. Es war zwar nicht illegal, aber ich habe mich halt auch ein bisschen in der es war zwar nicht 100% illegal, aber auch nicht 100% legal. Ein bisschen in der Grauzone bewegt. Mache ich aber jetzt nicht mehr. Also wenn bei mir jetzt jemand eine Prüfung anstehen würde, hätte ich absolut keine Sorge, dass da irgendwas schief gehen würde.
Aber nochmal zu dem Ding zurück. Einfach auch Server und so. Die Wartung, das kostet ja alles was. Und da finde ich es einfach nur fair, wenn man dann den Adblocker in Augen gewissen Sachen immer ausschaltet. Aber es ist ja jedem selber überlassen. So, und das war's auch schon für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!